So, moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play. Und diesmal wird's ein Video-Let's Play, das kann ich jetzt schon beim Aufnehmen versprechen. Denn es handelt sich um die. Und die hat eine Besonderheit, und zwar läuft das Ganze auf Zeit. Und es ist eine, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden Maximum Grenze. Und dann hat man dieses Spiel sowieso verloren. Also wird dieses Video das einzige sein, das es von diesem Let's Play gibt. Ich spiele es am Stück. Ich kann übrigens mal kurz vorlesen, was auf dieser Packung steht, damit ihr euch ungefähr ein Bild davon machen könnt, was die denn ist. Die ist The Daughter. Darkness, Destiny, Despair, Delirium, Death, Damnation, das Drama, das Dilemma, die Düsternis, die Depression, das Delirium, der Dämon, die Destruktion, Dramatik, jetzt geht's mit Französisch los und dann mit Italienisch und da breche ich einfach mal ab. Das Ganze ist die deutsche Version, die unterscheidet sich eigentlich nur in der Sprachausgabe von den anderen. Und ist dadurch nicht unbedingt besser, denn die deutsche Sprachausgabe ist zum Kotzen grausam, aber damit passt das ja zum Spiel. Ansonsten möchte ich noch gar nicht viel über das Spiel sagen. Das Intro, das gerade lief, hat eigentlich schon viel zu viel verraten, meiner Meinung nach, denn bei einem Spiel, das maximal 2 Stunden lang ist, so viele Szenen kommen da nicht und da war schon die Hälfte zu sehen. Ja, da geht's schon wieder von vorne los. Die Geschichte habt ihr jetzt gerade so ein bisschen mitbekommen. Wir legen jetzt einfach mal direkt los und ihr seht, was für eine Art Spiel das ist. Und ich werde viel unterhalten müssen, damit das nicht zu langweilig wird. Das kann ich jetzt schon sagen. Los geht's! Sega Saturn übrigens, die Konsole, auf dem das hier läuft. Deswegen das Bild ein bisschen grieselig. Sega Saturn ist halt nicht so pralle. So, zweites Intro-Video. Tja, und damit beginnt das Spiel. Und zwar, ja, wir sind schon mittendrin. Moment mal gerade. So, Mikro richten. Ja, wir sind schon mitten im Spiel, quasi. Also, ja. Es ist ein FMV, wie man schon sieht. Aus der Ego-Sicht, aus der Sicht der guten Laura, die wir hier verkörpern. Und das hier ist die Originalgeschwindigkeit. Da kann ich nichts dran drehen. Das ist so. Ich kann es nicht schneller machen. Ich kann nur drücken. Ich drücke jetzt einmal nach vorne. Und dann geht sie nach vorne. Ich kann das hier nicht überspringen. Und so zieht sich das durchs Spiel, dass da nicht viel kommt. Innerhalb von maximal 2 Stunden Spielzeit könnt ihr euch vorstellen. Aber dafür ist die Atmosphäre ja das Wichtige, was nicht funktioniert, weil ich ja drüber laber, ich Depp. So, kurz zum Spiel selbst. Ich habe es schon mal gespielt. Daher ist das Ganze nicht blind, sonst wird es hier im Text stehen. Ist allerdings auch schon wieder eine Weile her. Und ich habe es mir ganz gewiss nicht gemerkt. Und es war nur ein einziges Mal. Von daher
habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn ich tot bin, bin ich tot und fange von vorne an. Dann werde ich dieses Video komplett neu starten, denn das wird ansonsten zu blöd. Ihr seht jetzt meinen ersten Versuch. Ich bin mal gespannt, ob dieser Versuch dann später auch ins Internet landet. So, ich muss mich beeilen. Okay. Ich kann euch noch kurz zeigen, was es denn neben diesem Rumlauf-Feature noch gibt. Und zwar gibt es ein Inventory. Wenn die gute Laura mal kurz stehen bleiben würde, könnte ich das auch demonstrieren. Ja. Ah, sehr gut. Sie ist stehen geblieben. Wir können das Inventar zeigen. So, das sieht nämlich folgendermaßen aus. Ich habe hier einen Spiegel. Ach, mein Mikrofon. Entschuldigung. So, ich hoffe, es ist besser. Ja, hier ein Spiegel haben wir. Diesen Spiegel, der ist dafür da, sich Game-Hinweise oder Tipps geben zu lassen. Der hält aber, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal. Ich weiß nicht genau, wie oft. Dann zerspringt er und er ist für immer weg. Deswegen sparen wir uns den mal schön auf und am besten nutzen wir ihn gar nicht. Und hier haben wir eine Uhr, die uns ungefähr sagt, wie viel Zeit wir schon verplempert haben. Ja, das ist unser Inventar momentan. Und ich drücke natürlich die falsche Taste. Sehr schön. Ja, ausgezeichnet. Ich habe schon den Spiegel einmal benutzt. Großartig. Na gut, dann holen wir uns den Tipp. Ja. Genau. Da ist er jetzt schon einmal gerissen, der gute Spiegel. Ach, bin ich ein Depp. Falsche Taste gedrückt, um aus dem Inventar rauszukommen. So hat man das gerne. Nun ja. So, um nochmal ein bisschen Story mit reinzubringen. Ich werde auch gleich nochmal drüber reden, was eigentlich hier vor sich ging. Gehen wir jetzt nochmal zur Tür hin, denn da bekommen wir noch einen kleinen Fetzen. Story, BZW. Ja, wir bekommen einen kleinen Fetzen irgendwas. Schauen wir doch mal. Wen erinnert das jetzt an Resident Evil 1? Ich dachte, da käme noch ein Story-Video. Egal, dann nicht. Gut, dann geht's jetzt folgendermaßen weiter. Wir müssen nämlich hier lang, und da kommt auf jeden Fall gleich Story. Jetzt habe ich doch wirklich den Spiegel schon einmal benutzt. Ach Mann, das nervt. Ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwann noch gebraucht. Laura. 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 Ich bin's, dein Vater. Laura, geh zurück. Du darfst nicht hinüber auf diese Seite kommen. Hier existiert eine andere Welt, meiner Fantasie entsprungen. Laura, zurück. Wenn du näher kommst, wirst du abgeschlossen sein von deiner Welt. Laura, ich bin... Laura. Ja, ich sag ja schon, die Synchro, also die deutsche Synchro ist großartig, da gibt's definitiv nichts dran zu rütteln. Die ist perfekt, so wie sie ist. Spitze ist die. Nun ja, oh ja, ruckel, ruckel. Okay. So, was haben wir denn hier noch alles? Na? Hier haben wir ein Spiegel! Ich finde, sie bewegt sich sehr grazil. Oh. Ja. Jetzt nach vorne bitte. Achso, ich muss benutzen wahrscheinlich. Genau. Das habe ich gesehen. Das habe ich wieder gesehen. Ja, das sollte uns wahrscheinlich 1995 extrem gruseln und ich bin mir sicher, das hat es bei den ein oder anderen Menschen sogar getan. Die Zeiten sind aber lange vorbei. So, hier Weinkeller. Lecker Weinkeller. Wer mein Phantasmagoria Stream Let's Play gesehen hat, weiß ja, was ich von Weinfässern mittlerweile halte, die in irgendwelchen alten Gemäuern stehen. Ist jetzt nie so ganz, naja, das beste Bräu, sag ich mal. Kann unter Umständen einige Inhaltsstoffe beinhalten, die man nicht unbedingt im Glas haben will. So, ich kann in dem Fall aber hier auch gar nicht trinken, das ist sehr schade. Dann gehen wir halt weg vom Fass.
Und drehen uns lieber mal in diese Richtung. Und diese Zackenwand ist ja wohl... Ich weiß nicht, aber... Also ich sehe da Potenzial für einen Schreckmoment. Ja, ja. Habt ihr gedacht, ich bin so blöd und lauf sofort mal in so eine Todessequenz rein, ne? Nee, Freunde. Ich bin ja nicht blöd. So die ersten Todessequenzmöglichkeiten kenne ich natürlich noch, beziehungsweise die, die keine sind. Da renne ich ja nicht absichtlich rein. So, aber da wollen wir jetzt natürlich erstmal nicht mehr lang, denn man muss sein Glück jetzt nicht unbedingt herausfordern. Das lassen wir erstmal. Ja, da schüttelt sie auch den Kopf, hat sie auch keinen Bock drauf. Kann ich verstehen, dann geht's hier lieber wieder raus. So, ich hoffe, die Störung springt schon auf euch über. Oh Mann. Ja, das ist halt ein altes Spiel, ne? Da war man jetzt vielleicht noch ein bisschen genügsam. Mit den Horroraspekten. Ihr Körperbau und ihre Körperbewegung ist atemberaubend. Es gibt übrigens eine Stelle in diesem Spiel, die ist gefürchtet von jedem Spieler, der die jemals gespielt hat. Es kam ja auf mehreren Plattformen raus, auf der PS1, auf dem Sega Saturn, wo ich es jetzt gerade spiele, und auch auf DOS. Und daher haben es schon ein paar Leute gespielt. Übrigens, gemacht, kann man ja auch mal kurz sagen, ist das Ganze... Oh, Moment, erstmal die Szene hier. Na, da hat sich ja hoffentlich wenigstens einer erschreckt jetzt. Das wäre ja schon was. Ja. So, was ich dazu sagen wollte. Das Spiel D ist gemacht von Warp Entertainment und, ja, verantwortlich dafür war der gute Kenji Eni, ich glaube so hieß er. Hieß er Eni oder Oni? Ich bin da immer unsichtbar. Unsichtbar? Was? Unsicher. Ich bin unsichtbar. Nun gut. Ja. Kenji Eni, ich nenne ihn einfach mal so. Wenn es nicht stimmt, dann werde ich mich wahrscheinlich irgendwie als Textmarker-Video-Dings da gerade verbessert haben. Rest in Peace, der gute Mann ist leider letztes Jahr, oder war es Anfang dieses Jahres, irgendwann um den Dreh, vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Was sehr, sehr schade ist, denn neben die hat er auch noch Spiele wie Enemy Zero gemacht und die 2. Und das sind sehr tolle Spiele, was Story-Technik angeht. Also die sind... Die sind anders als andere Spiele einfach. Nicht unbedingt besser, das ist ja immer Geschmackssache, aber sie sind ganz anders. Und ja, schade um den guten Mann, dass er gestorben ist. Ich hätte gerne ein D3 von ihm gesehen. Vielleicht als Xbox Arcade-Spiel oder sowas, wenn es nicht gleich als Vollpreistitel geht, denn ich glaube, mit sowas kommt man heute nicht mehr durch. Aber, naja. So, da liegt doch was, das nehmen wir uns gleich mal. Na, ist doch herrlich. Wir haben einen Schlüssel gefunden. So. Da hat sich der Ofenblick ja schon gelohnt. Oh, das ist ein schönes Bild. Und da haben wir so einen Schrank. Da haben wir auch noch einen Schrank. Ja, nein, dreh dich doch nicht so weit, Frau. So weit wollte ich gar nicht gucken. Zurück. Nach vorne. Oh, Mann. Brüste. Okay, hier haben wir den Schrank, den wir eben im Spiegelbild gesehen haben, als ich aus Versehen dummerweise den Spiegel benutzt habe. Und da können wir uns jetzt erstmal in den ganzen Schubladen wild austoben und umgucken, ob da irgendwas Geiles drin ist. Zum Beispiel hier. Ein Leuchtkäfer. Yeah.
Ja, diese kleinen Zwischen-Pseudo-Sequenzen, Psycho, nicht Pseudo, egal, die sind dafür da, um ein bisschen mehr über Lauras Hintergrundstory zu erfahren, was denn mit ihr so passiert ist, was sie denn so gemacht hat. Ja, fangen wir einfach mal oben an. Schauen wir doch mal rein, vielleicht ist der Käfer nochmal da. Nö? Oh. Ein leeres Stück Papier. Einstecken, leeres Stück Papier. Kann nie lange leer sein, denn, ja, sonst wäre es ja doof. Wäre ein seltsames Rätsel. Und da ist gar nichts drin. Gut. Wen das hier jetzt gerade so ein bisschen an Shamu erinnert, ja. Irgendwie wirkt's recht ähnlich. Deswegen fühle ich mich wie zu Hause. So, wer das Shenmue-Let's Play von mir noch nicht gesehen hat, Shenmue 1 und 2 habe ich Let's Played. Schaut auf meinen Kanal, tolle Spiele, auch von Sega. Und da kann man auch ganz viele Schubladen aufmachen. So, und die letzte... Wo bin ich denn nun? Nein! Ich meine, zu weit nach unten geklickt. Das kostet doch Zeit. So, letzte Schublade. Ha, und es hat sich nicht gelohnt. Da freut sich mein Herz spitzenmäßig. Klasse. Schön, schön. Gut, dann, ja, dann jetzt wirklich raus. Wobei ich gerade im Kopf habe, dass da noch was war. Aber warte mal. Haben wir denn irgendwo ein Schlüsselloch, wo ich meinen Schlüssel benutzen kann? Normalerweise... Eigentlich müsste da... Ich bin gerade verwirrt. Ich kann mein Item-Screen nicht aufmachen. Ich dachte eigentlich, vielleicht ist hier noch irgendwo ein Schlüsselloch und dann kann ich da noch was aufmachen. Übrigens... Was wollte ich denn jetzt... Ach, eben wollte ich ja noch was sagen. Und zwar zu diesem einen Part, vor dem sich viele, viele Spieler fürchten, die dieses Spiel schon mal gespielt haben. Okay, zum zweiten Mal durchgehen bringt also auch nichts. Ja, es gibt ein Rätsel in diesem Spiel, das ist auf Zufall basiert, was sehr, sehr lästig ist. Also ich weiß nicht, warum man sowas einbaut. Ein Rätsel, das komplett zufallsbasiert ist, das man sehr schnell lösen kann oder bis in die Unendlichkeit dran sitzt und dann natürlich verliert, weil es zu lange gedauert hat. Ich hoffe einfach mal, wir schaffen das... Nee, warte. Ich will nicht raus. Ich hoffe, wir schaffen das und haben Glück. Ansonsten kann es noch eine Weile dauern. Aber mir kommt da gerade was. Ihr habt ja quasi im Intro schon gesehen. Wie gesagt, da waren viele Szenen drin, die man hätte nicht unbedingt im Intro zeigen sollen, denn sonst ist ja alles schon verraten. Zum Beispiel eben der Fakt, dass sie hier mit so einer Art Schraubenschlüssel steht. Deswegen probieren wir mal auf die Art und Weise jetzt den Schlüssel zu benutzen. Aber das funktioniert nicht. Aber da muss irgendwas sein. Also hier muss irgendwas sein, wo man den Schlüssel benutzen kann. Oder zumindest irgendwas benutzen kann, damit... Ich kann's einfach nicht aufrufen. Damit man dieses Item noch bekommt. Aber egal. Wir haben dieses eine Tuch jetzt. Das Tuch, auch diese Szene haben wir schon im Intro gesehen, benutzen wir jetzt einfach mal noch unten am Tisch. Da hätten wir zumindest die Aufgabe schon mal gelöst und ich kann in der Zeit überlegen, wie das mit diesem Schraubenschlüssel ging. Türchen auf. Brav. So. Ja, und man kann es ja glauben oder auch nicht, aber ich habe ja die Packung hier, von daher weiß ich es ja. Dieses Spiel hat geschlagene 2 CDs. 2 CDs bei einer Spielzeit von maximal 2 Stunden, dann ist vorbei. Eher 1 Stunde, 1,5. Ja, es ist ein, also nicht schlecht, aber diese Videos sind halt auch richtig gut, von daher einfach nicht zu komprimieren. So, ich glaube, wir müssen auf diese Seite des Tisches, denn das kleine Pfützendingens da steht auf dem Tisch. Probieren wir es. Nee, ist die andere Seite, verdammt, okay. Auf die andere Seite vom Tisch, damit wir an dieses komische Wasserschälchen rankommen, in das wir das Tuch legen.
Ich kann übrigens schon mal sagen, also wenn es irgendwen interessiert, dieses Spiel selbst mal durchzuspielen, was jetzt nach diesem Let's Play quasi sinnfrei wäre. Es gibt zwar verschiedene Enden, beziehungsweise es gibt ein Bonusende, das man erreichen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das geht. Aber ja, also... Ne? Wayne. Aber das Spiel gibt's eben auch auf DOS, das habe ich ja schon mal gesagt. Und der Vorteil von DOS ist, es ist ein ganz kleines bisschen schneller. Es ist nicht viel, aber es ist schon ein bisschen. So, und hier in diesem Spiegel, in diesem Wasser, sehen wir irgendwas da über uns. Und da können wir jetzt einfach mal unser Item-Menü raufbringen und dann das Tuch benutzen. Aha. 4 gleich 2? Was? Ne, 4 zu 2. Oder so. Mhm. 4 zu 2. Merken wir uns jetzt einfach mal. Da ist übrigens noch eine Tür, in die wir noch nicht reingegangen sind. Probieren wir die ja doch einfach mal zu öffnen. Und ich habe jetzt schon 25 Minuten auf der Uhr. Oh Gott, leck mich am Arsch, das kann doch gar nicht sein. Okay, abzüglich 5 Minuten Anfanggelaber, 20 Minuten Ingame-Zeit. Oh, da muss ich mich aber jetzt schon irgendwie, da bin ich aber spät dran. Je nachdem, wie das Rätsel eben läuft, das Zufallsrätsel, wird das ganz schön unangenehm. Okay, ist abgeschlossen, vielleicht funktioniert, was will ich denn überhaupt sagen? Überleg erst, Schnubbi, überleg, was willst du sagen? Vielleicht passt unser Schlüssel. So, danke. Einmal Schlüssel benutzen. Ja, das ist ein Schlüssel. Und das war definitiv falsch rum. Und es funktioniert trotzdem. Tja, ja. Der gute Mann ist hängen geblieben. Was haben wir denn hier alles? Ja, die Tür, in der wir wieder irgendwie zurück können, durch die nicht der in Wasser wabbel. Das ist... Alter, dieses Digi-Kreuz. Ja, ich kann übrigens mal gerade dazu sagen, ich habe, obwohl ich schon fast 2 Jahre diesen Sega Saturn besitze, immer noch keinen richtigen Controller für den Sega Saturn, sondern nur diesen Nights into Dreams Controller, der so aufgebaut ist wie ein Discman, einfach mit ein paar Knöpfen auf dem Discman drauf. Das sieht ziemlich behämmert aus und ist riesengroß und unhandlich. Und das Digi-Kreuz da ist derbe im Arsch, also total ausgeleiert. Ich müsste dann doch irgendwann mal einen Sega Saturn Controller kaufen. Okay, der Mann hat seine Hand in Beton. Kein Wunder, dass der da nicht rauskommt. Können wir denn irgendwas mit dem guten Mann Schlüssel benutzen? Eher weniger? Ja, nö, eigentlich nicht. Schauen wir doch mal, wo seine Hand hier geht. Ah, ein Nebenzimmer. Mit einem Bett. Ja, da hat er sich aber definitiv blöd einmauern lassen. Also wenn, dann hätte ich mich liegend einmauern lassen, das wäre ja wenigstens einigermaßen bequem. Und da geht dann wohl seine Hand hin, wenn ich das richtig gesehen habe. Wäre jedenfalls die Position. Und es sieht so aus, als würde sie durchstecken oder so. Dann mal weiter in die... Ah, okay. 4 zu 2 hatten wir, ne? 4 zu 2. Jigen, bitte nicht auf meiner Capture-Karte rumspielen, das ist sehr uncool. So, okay, ein Hebel. Oh. Oh ja, mir fällt gerade ein, das war eins der beschissensten Rätsel. Sehr gut, okay. Ihr seht, ich muss ganz weit vorher drücken und dann rollt das noch so ein bisschen weiter. Ah, so war das, genau, so war das. Okay, 4 zu 2. Ah, Mist. Ja, ja, uninteressant. Okay, und das andere springt immer so viele wieder nach oben, wie ich auf dem ersten Feld stehen habe. Weil, also, wenn ich da 4 stehen habe im ersten Ziffernblatt, springt das andere Ziffernblatt
4 Felder weiter nach oben. Das heißt, ich muss auf was 4 zu 2, dann muss ich 0 State mit, ne? 0 war da. Das heißt, ich muss auf 9. Aber erstmal muss ich hier vorne die 4 erwischen und so wird das nix. Gerade durchgucken. Ist die 0? Ja gut, die 0 ist bei. Okay, dann muss ich also auf 9. Oh Mann. Ah, shit. Ah Mann. Ja, deswegen ist das Rätsel hier relativ lästig. Oh Mann. Weil es ziemlich eine Glückssache ist, ob man das schafft. Kann ich direkt... Oh, es war so klar. Auf der anderen Seite geht's hier nicht. Nun gut. Yes. So, jetzt auf 9. Hä? Nein, ich muss auf 8. Och, bin ich doof. Oh, nö. Warum sagt denn das keiner im Video? Och, Mann. Es war so einfach gerade, ne? Und dann mache ich's falsch. Sau gut. So, okay, auf 8. Es läuft doch in die andere Richtung, ich Trottel. Ach Mann. Dieses Rätsel, ey. Scheiße. Komm. Ja, ja, ja. Boah, das kostet Zeit, Freunde. Okay. So, 8. Yes. Komm schon. Nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt, der hat's gelöscht. Aber Moment. Dann war es nicht 42. Hell? Hell? Ich bin verwirrt. Moment, 4 zu 2 kann auch bedeuten, dass ich bei der letzten Ziffernblatt von 4, 2 rauf muss. Das heißt, vorne darf ich eine 2 haben. Och ja, natürlich, jetzt funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ach, Alter. Was soll denn der Mist jetzt? Och, Freunde. Also vorne eine 2 und dann beim zweiten Ding 4, 2 hoch. Das heißt, ich muss auf die 4. Versteht irgendjemand, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Och, Mann. Also auf 26 möchte ich nachher. Oh Gott. Ach, es ist herrlich. Das ist doch ein Scherz, ey. Ja, ja. 26, da, steht schon da, es steht da, 26. So, was, auf 4 muss ich, ne? Tja. Gut, auch das hat nicht funktioniert. Jetzt bin ich ja spitzenmäßig, vorbereitet und lest mir schnell die Lösung durch, denn ich verstehe gerade nicht, was das Rätsel des Rätsels Lösung ist. Was ist denn das für ein Käse? Ach so. Ja, das ist mir entfallen. Das ist mir tatsächlich entfallen. Fuck. Das ist mir damals genauso passiert, glaube ich. Da habe ich es 1:1 genauso gemacht, denselben Fehler. Wir gehen hier nochmal raus. Und zwar aus folgendem Grund. Die Zahlen, die wir gefunden haben, sind nicht die Zahlen für dieses Rätsel, sondern für
das Rätsel oben am Schrank. Und dieses Rätsel hier löst sich mittels einer anderen Zahlenkombination, die wir dann später bekommen. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Ist aber auch dämlich. Gut, also wieder hoch. So, da muss ich aber gleich ein bisschen besser rechnen. Beim nächsten Rätsel. Jean, was guckst du mich so an? Mein Kater guckt mich gerade ziemlich vorwurfsvoll an. Ja, ich habe eine Lösung benutzt, na und? Das ist ein 25 Jahre altes Spiel. Da kann man auch schon mal Scheiße bauen. Mensch, der guckt mich gerade an. So, 2 zu 4, ne? Hat er gesagt. Ne, 4 zu 2. So. 4 zu 2. Das heißt, wir machen mal, weil es ja auch römische Zahlen waren, wir machen mal zuerst... Oh. Wir machen mal zuerst die 4 auf. Ja. Und dann machen wir die 2 auf. Tada! Wie auch immer das funktioniert. Gut, dankeschön. Dann haben wir jetzt diesen blöden Schlüssel endlich. Und können weitergehen. Und das weiß ich noch, wo ich diesen Schlüssel benutzen musste. Der ist nämlich unten beim Fass. Beim Fass muss ich den... Jean, ich, das wusste ich wirklich noch. Ich habe das nicht nachgelesen. Ich habe jetzt nur gelesen bis zum... Der guckt mich immer noch so an. Ich habe nur gelesen bis zum Punkt, wo ich das Zahlenrätsel da eingeben musste und da stand... Nein, nicht das. Mensch, der guckt. War doch nicht so böse. Wie der auch gerade nicht aufhört. Ich glaube, ich muss eine Cam auf den haben. So, ab zum Fass. Du, 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 du. Na komm, dreh dich, Laura, dreh dich jetzt da rein. Jawohl, schön, ja, ja. Und jetzt zum Fass. Ja, Laura, zum Fass. Schneller. Und danke. Und jetzt einmal diesen Schraubenschlüssel benutzen. Spitzenmäßig. Das war die Zackenwand. Jetzt knallt die einem halt einfach nur noch so gegen den Kopf. Aber piekst einen nicht mehr. Spitze. Wahrscheinlich. So, weg vom Fass und dann können wir mal da hinten reingehen in die Tür, in die sie eben einfach nicht reingehen wollte, weil die bösen Zacken ja schon einmal gepiekst haben. So, und was verbirgt sich denn nun hinter diesem Durchgang? Oh, die Spannung steigt. Das ist eine Tür. Das ist ja atemberaubend. Nun ja, gut, Tür. Was haben wir denn für eine Tür? Eine wahrscheinlich nicht öffnen... Offenbach. Und es ist eine Tür. 78, wollte ich sagen. 78. Na, das ist doch eine zweistellige Zahlenkombination. Könnte das denn etwa die Lösung sein für das Rätsel, das wir eben vergeblich versucht haben, mit falschen Zahlen zu lösen? Nö. Ja, doch, natürlich. Okay, also wir haben die Zahlen. 78, warum habe ich immer diesen Zahlendreher? 78, gut. 78, das heißt vorne 7, dann... was muss ich dann... Dann geht das andere 7 hoch, das heißt ich muss auf 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Wenn ich auf 1 gehe, stimmt das denn jetzt? Oder verarsche ich mich gerade selber? Vorne 7, hinten 1.
Vorne 7, hinten 1. Eigentlich müsste das stimmen. Das dachte ich zwar eben auch bei 42, aber diesmal stimmt es ganz bestimmt. So, und dann hätten wir auch schon 40 Minuten. Oh Mann, ey. 40 Minuten für die Eingangshalle. Ich meine, das Spiel ist nicht mehr so viel dahinter. Also, das... Nee, das ist jetzt auch falsch. Also, da kommt schon noch ein bisschen was. Aber, also vor allen Dingen, das schlimmste Rätsel kommt ja dann noch. Und große Gebiete, bei denen man sehr viel rumsuchen muss. Oh, je, oh je. Nun gut. Versuchen kann man's. Es wird knapp. In jedem Fall wird es knapp. Okay, so. Rätsel. Rätsel-Time. Fast andere Dinge. Wuhu. So, vorne 7. Sehr gut. Das ist eine 6. Ja. Nein. Das ist so, wäre es genau falsch rum. Schön. Na, du wirst... Ach komm. Das ist jetzt Verarsche. Oh, wenn ich jetzt die 7 treffe, funktioniert das denn? Ey, Alter, was soll denn der Mist? Der bleibt auf der 7 einfach nicht stehen. Das ist natürlich auch geil. Das ist ja mal kackendreist. Ach, was mache ich denn gerade? Yay, ich hab sie wieder auf 0. Ey, sag mal, was ist denn das? Der bleibt auf der 7 nicht stehen. Kackrätsel. Ohne Scheiß. Oh. Was an einem Glücksspielautomaten nicht funktioniert, wird doch hier noch viel weniger funktionieren. So, 7 treffen, bitte. Ey, das ist doch ein Scherz! Die 7, hallo, was soll denn der Mist? Bleib doch mal drauf stehen, alter Schwede, ey. So, wow. Ha. Es geht doch, meine Güte, ist das ein lästiges Rätsel. Oh mein Gott, es ist die Hand völlig überraschend. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Aber erstmal einen Ring klauen. Ja, Ring. Uns. Unser Ring. Zu mit dem Lappen. Spitzenmäßig. So, oh Gott. Das war eins der Horrorrätsel. Beendet. Nach 41 Minuten. Oh, Gott im Himmel, ey. So eine Scheiße. Es ist ein Arschlochrätsel. Das ist wirklich mies. Ja, jetzt haben wir einen Ring. Mal schauen, ob der uns bei der Tür was bringt. Denn irgendwie stehen die beiden Türen doch wahrscheinlich... Also, die Tür und das Rätsel in Verbindung. Das heißt also irgendwie... Vielleicht komme ich mit dem Ring in die Tür. Weiß man nicht. Ringe sind zu viel im... Also... Herr der Ringe. So, dieses Spiel, ich weiß auch nicht genau, was es ist, warum mich dieses Spiel irgendwie so, ich weiß nicht, es spricht mich halt einfach an, es ist Trash, natürlich, aber es ist halt irgendwie, es ist auf einer Seite total anspannend, weil man kann nicht speichern, es hat ein Zeitlimit und zwar ein recht knackiges, es hat teilweise fiese Rätsel, klar, das sind immer dieselben Rätsel und wenn man mal nicht so durchbaddelig wäre wie ich, dann würde man sich die einfach merken und dann wäre das auch gar kein Problem. Aber trotzdem, irgendwas in diesem Spiel bringt mich immer wieder dazu, dass ich es geil finde und gerne ein Spiel hätte, das genauso wäre. Und der Witz ist, ach, guck mal da. Was machst du da, Frau? What the fuck? Der Witz ist, ich habe ein Spiel, das recht ähnlich ist. Das heißt irgendwie Mystery Stories oder Mystery Case. Eins der ersten, ich weiß es nicht.
Oh, das ist so schlecht. Das ist traurigerweise so schlecht. Juhu. So, wir sind in der nächsten Ebene. Und jetzt lauf! 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 Oh Gott. Indiana Jones wäre stolz auf dich! Fragt sich eigentlich irgendjemand aus dem Hirn auf, wo hier dieser Stein kam? Hm. Gut, ja, da sind wir. Und da geht's wohl nicht mehr raus. Rückweg versperrt, aber dafür ein wunderschönes Kaminzimmer. So, und das Bild über dem Kamin, das spricht mich schon so an. Muss ich gucken. Muss ich gucken, wie das aussieht, was der macht. Hier gucken. Ja, was ist denn? Ich will das Bild angucken. Ach, gucken. Hallo. Na, wie geht's? Da waren vier Tiere. Moment, ich habe einen Hirsch gesehen. Der war unten. Was war da noch? Hirsch, Huhn, Pferd. Hirsch unten, Huhn oben, Pferd links. Hase rechts. Okay. Huhn, Hase, Hirsch, Pferd im Uhrzeigersinn. Huhn, Hase, Hirsch, Pferd. Jetzt muss ich nur noch irgendwas finden, wo ich das auch machen kann. Huhn, Hase, Hirsch, Pferd. HHHP. Das hilft nicht wirklich, ne? Huhn, Hase, Hirsch, Pferd. Huhn, Hase, Hirsch, Pferd. Huhn, Hase, Hirsch, Pferd. Kommen wir durch diese Tür. Natürlich nicht. Wo ist eine Drehscheibe? Da ist doch garantiert irgendwo ein Rätsel mit dieser blöden Drehscheibe, um das hier zu machen. Ich weiß es doch. Muss ja. So, haben wir denn hier irgendwas in Aussicht? Hier zum Beispiel, in die Richtung. Da ist so ein großer Stuhl, genau. Achso. Ja. Ja. Wie benutze ich das denn? Achso. Nein, noch eins. Fertig. Oder? Eigentlich ist es ja fertig. Oder ich muss die anderen Tiere noch richtig drehen, aber ich weiß nicht, wie man die anfasst. Ich kann einfach nur benutzen drücken. Ja, gemeistert. Ja, die Tür spricht mich so an. Kann man die denn öffnen? Da sitzt doch wer. Ich sehe es doch. Bewegt ihr euch denn noch? Hallo? Ja. Yay.
Ein Sieg über einen Toten. Jetzt fühle ich mich mächtig und stark. Oh Mann. Yay, wir haben einen Skelettschlüssel. Also einen Schlüssel eines Skeletts, der irgendwie golden ist. Wer macht eigentlich goldene Schlüssel? Und damit haben wir dann ja einen goldenen Schlüssel. Achso, mir fällt gerade noch ein. Ich habe ja noch einen Tisch ganz vergessen da hinten. Da wollte ich gerade eben noch hin, aber dann ist er einfach nach vorne gelatscht. Ist sie nach vorne gelatscht. Ist ja eine Dame. Auch wenn man das nicht gerne sieht. Also man sieht das nicht so ganz, so wollte ich das sagen. Also nee, ich habe nichts gegen Frauen, aber gegen diese Frau. Die wirkt irgendwie nicht wie eine Frau. Die wirkt mehr wie ein... Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ein Putzlappen mit Korsett. Nee, nicht Korsett. Wie heißt das Ding? Chapeau. Nee, auch nicht Chapeau. Wie heißt so ein Ding? Krawatte? Nee, Anzug. Verdammt, wie heißt so ein Anzug? Kostüm. Nein, doch nicht Kostüm. Ein Anzug. Ein Büroanzug. Schlipskragen. Nein, kein Kostüm. Himmel, Arsch und Zwirn. Will man mich gerade nicht verstehen. Schlips, Krawatte, schick angezogen, Anzug. Es gibt doch einen Namen für sowas. Jackett. Mensch, warum sagt mir das kein Mensch? Kostüm. Sind wir am Karneval oder was? So, ich will doch nur zu dem Tisch gehen. Man möchte mich nicht zu diesem Tisch lassen. Ich gehe jetzt einfach nochmal ganz weit weg und drehe mich dann hin. Vielleicht geht das. Natürlich, das geht. Ja, die freie Bewegung war erst, kam noch nicht, war, ist später. So. Mach auf, die Dinger. Huch. Oh. Flashback. Backflash. Was haben wir denn da gemacht beim Frühstückstisch? Die Mama mit dem Messer bedrohen. Das geht ja nun wirklich nicht. So. Ha. Geht natürlich nicht auf, war klar. Aber ich habe eine Geheimwaffe. Ich habe doch gerade eben Schlüssel gefunden. Die Musik verkündet, es wird spannend. Es ist... ein Buch! Gebunden in Menschenhaut, geschrieben aus Blut, mit, ach nee, das war das falsche Buch. Ja, was ist denn nu? Liebe Laura, lest uns doch was vor. Laura! Entschuldigung, das ist ja die deutsche Version. Die andere Schublade? Da? Nee? Nee. Okay, ja, es ist nur die eine Schublade, die andere können wir nicht aufmachen. Dann gehen wir halt wieder zurück. So, oh, und auch mit dem Buch haben wir ja eigentlich schon eine Szene gesehen im Intro. Ich sag ja, das Intro ist saublöd. Das verrät einen bei einem Spiel, das so kurz ist wie das hier, eigentlich schon wirklich drei Viertel des Spiels. Das ist so ein Käse. Und zwar mussten wir dieses Buch hier in ein Bücherregal stellen. Da kam die Kamera so aus dem Bücherregal raus. Und dann wird sich wahrscheinlich wieder irgendwas tun. Also suchen wir ein Bücherregal, um dieses Buch da reinzustellen. Der braucht schon diesen blöden kleinen Make-up-Spiegel, der zerbricht, wenn man sich Hinweise davon holt, wenn man doch das Intro gesehen hat. So. Nein, 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 ich möchte nicht wieder zu der Tür, ich möchte nach rechts. Aha. So, und da sehe ich schon ein Bücherregal. Was ist das denn? Da will ich nicht hin, aber ich will da zum Bücherregal will ich. Ja, da. Halt, stopp. Nein, nicht drin. Gut, gehen wir noch einen Schritt weiter nach, zur Statue-Sammlung. Wer sammelt denn Büsten? Büstensammlung. Laura. Büstenhalter? Oh, die Laura! Laura. 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 Was ist denn, Vater? Hallo? Ach, der Vater. Was tust du? Geh sofort zurück, hörst du?
Laura. Tür ist zu. Du kannst mich nicht stoppen. Verlass das Krankenhaus. Schnell. Du wirst sonst nicht mehr in deine Welt zurückkehren können. Verstehst du, Laura? Schnell. Ja. Das Problem ist nur, wir sind ja schon in deiner Welt und nicht im Krankenhaus. Das heißt, wir können das Krankenhaus nicht verlassen, weil wir in deiner Welt sind. Und in deiner Welt hast du leider die Tür zugeschlossen, du Hornochse. Bleibt uns also gar nichts über. Selbst wenn ich persönlich jetzt sagen würde, Laura, raus. Also, aber sowas von. Denn wer Büsten sammelt, der kann nicht ganz dicht sein. Büstensammler. So, hier fehlt definitiv ein Buch, damit das Ganze wieder vernünftig aussieht. Das ist die falsche Richtung. Da haben wir doch ein Buch. Können wir nicht benutzen. Sehr gut. Näher ran. Ah. So, jetzt aber Buch. Na bitte. Tja, nee, das war jetzt praktisch. So, und was nun folgt, ist das mieseste Rätsel dieses Spiels. Und zwar folgendes. Wir haben da vor uns ein Rad stehen und ich muss jetzt Disk 2 einlegen. Seht ihr, so viel passt auf eine Disk. Ja, oh Gott, Moment, welches von den Sega-Knöpfen war jetzt? Das war öffnen. Das war hoffentlich öffnen. Laufe, das sieht, das ist übrigens das Menü. Einmal Disk 2 einlegen. CD-Format wird überprüft. Ich bitte dich, wieder ins Spiel zurückzuspringen, guter Freund. Anwendung starten, jawohl. Programm wird jetzt geladen. Etwas umständlich. Man hätte auch einfach im Programm bleiben können, bis ich die nächste CD einlege, aber naja gut. CD 2, es geht weiter. So, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Wenn das Bild da ist, da kommt es auch schon wieder. Und wir sehen die Sequenz nochmal, falls wir sie schon vergessen haben, ist ja schon lange her. Das ist übrigens die einzige Pause, die einem gegönnt wird, wo man mal pinkeln kann. Die Disk 2 Pause. Da kann man sich ja so viel Zeit lassen, wie man möchte. Denn jetzt läuft die Zeit wieder. Und auch der Inventarscreen, da wird die Zeit nicht gestoppt. Also, was wir vor uns sehen, ist ein Rad. An diesem Rad können wir drehen, damit drehen wir diesen gesamten Raum. Und wir müssen diesen Raum in bestimmten Anzahlen drehen, um in bestimmte weitere Türen reingehen zu können, um dort Rätsel zu lösen, dann wieder zurück in diesen Raum zu gehen, den Raum wieder weiter zu drehen, um noch mehr Rätsel lösen zu können. Was ist denn schon wieder, Vater? Ich bin am Erklären. Laura. Laura, bald bin ich nicht mehr der Mann, den du kennst. Ich fühle, wie ich die Kontrolle über mich verliere. Schnell, bevor das passiert, musst du hier verschwinden. Ich möchte auf jeden Fall, dass du sicher vor mir bist. Laura. Ich kann nichts dagegen. Ja, da hat das letzte Wort gefehlt. Übrigens, wem es auffällt, wer ein Adlerauge hat, ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme überhaupt noch drüber kommt, aber die Bildqualität ist auf CD2 wesentlich schlechter. Wahrscheinlich, weil noch mehr draufpassen musste und die Videos schlechter gerendert wurden. Das ist auch der Grund, warum es zwei Discs geworden sind. So, dazu muss ich jetzt sagen, ich habe eine Lösung offen. Einfach nur aus dem Fakt, ich weiß nicht, ob das funktioniert mit der Lösung. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal auch mit Lösung versucht und es hat nicht funktioniert, weil es zufallsbasiert ist. Ich hoffe, es funktioniert. Ich probiere es. Okay. Laut Lösung muss ich dieses Rad 10-mal drehen und dann kann ich die Tür öffnen und die Treppe runtergehen. Probieren wir es aus. Zählt mit. 1. Ich kann übrigens nicht die Richtung vorgeben. Und diese Animation kann ich nicht abbrechen. Die kommt jedes Mal. 2.
Mikrofon. Ihr könnt euch vorstellen, wie dermaßen bescheiden es ist, wenn man an diesem Rätsel hängt, weil es purer Zufall ist. Es gibt keine Hinweise, es ist wirklich, es gibt keine Hinweise, so drei. Es gibt keine Hinweise auf dieses Rätsel, wie oft man das drehen muss. Es ist pure Glückssache, wenn man es schafft. Man kann sich kein schlimmeres Rätsel vorstellen, vor allen Dingen nicht unter Zeitdruck. Und wenn man vorher schon ein bisschen getrödelt hat, und das habe ich in diesem Let's Play sowieso, dann wird das äußerst knapp. Vier. Und ja, das kann richtig gemein werden, wenn man hier plötzlich feststeckt. Fünf. Und ja, hier drin stirbt, weil die Zeit vorbei ist. So, Nummer 6. Vor allem muss man das Ganze hier halt mehrmals machen. Das ist ja das Traurigste. Sippe. Und Nummer 8. Vor allem dauert das hier so lange, dass man sich am Ende noch verzählt. Weil man bei der Animation hier Alzheimer bekommt zwischen den Zahlen. 9. Vielleicht habe ich mich sogar schon verzählt. Ihr lacht euch alle gerade ins Fäustchen oder beißt euch den Arm ab, je nachdem, was halt besser schmeckt. Und dann kommen wir auch gleich, und zwar jetzt, wenn das denn funktioniert hat, in den ersten Raum, in dem man nicht unbedingt sterben kann, aber sehr viel Zeit verbringen kann, denn es ist tatsächlich ein Quicktime-Event, jawohl ja. Und das bei dieser unglaublich lahmen und trägen Steuerung. Wer hätte das gedacht? Und es ist tatsächlich eine Tür da. Sollte es tatsächlich funktioniert haben... Seht ihr, wenn das Licht angeht, bla bla, Gedöns. Die Tür geht auf und es ist der richtige Raum. Fantastisch. Das hat ausnahmsweise tatsächlich funktioniert. Danke, Lösung. So. Quicktime Event. Hi. Unglaublich. Erstes Quicktime-Event erfolgreich beendet. Warum das nicht funktioniert hat, ist und bleibt ein Geheimnis des Spiels. Mhm. Ja. Folgendes. Wir sind jetzt hier runtergefallen. Ich find's übrigens geil, dass das Quicktime-Event unten immer noch eingeblendet ist. Das ist ja sehr schön. Herzallerliebst. Wir gucken uns hier gerade mal ein bisschen am Boden um. Ich weiß nicht mehr, ob es hier was gab. Und zwar ist das eigentlich nur eine Zeitverzögerung, die natürlich unweigerlich irgendwann zum Tod führt, wenn man das hier immer und immer und immer wieder probiert. Dann wird die Zeit halt irgendwann doch ein bisschen knapp. Sterben kann man direkt bei dem Quicktime-Event nicht. Man fällt immer nur runter. Muss wieder hochklettern und das Quicktime-Event startet wieder von vorne. Aber, ja, wie gesagt, Zeit ist Geld. Und hier haben wir noch einen Käfer. Den habe ich beim ersten Mal durchspielen nicht gefunden und deswegen nicht das Bonusende bekommen. Ich glaube nämlich, es gibt 7 von diesen Käfern. Und das hier wäre unser dritter. Ja, da haben wir die Mama erstochen. Wahrscheinlich, weil sie schlechtes Fleisch gekauft hat. Macht man nicht, Mama? Man kocht anständig, wenn man eine Frau mit gestörter Psyche und einem Küchenmesser in der Hand hat. So, okay, probieren wir das ganze Rätsel nochmal. Rätsel, Quicktime-Event. Guten Tag! Okay, ich habe Blue neben mir. Die hat definitiv gesehen, dass ich gerade die Taste gedrückt habe und sie nickt. Was war denn das jetzt gerade?
Das war genau wie gerade eben bei der rechten, nach rechts drücken. Irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob es das Digipad ist, das zu schwammig reagiert, oder ob ich wirklich innerhalb einer Nanosekunde reagieren muss. Aber ihr seht, das kostet jede Menge Zeit. Vor allen Dingen, weil sie die langsamste Treppengeherin der Welt ist. Okay, nochmal. Okay, what the fuck? Jetzt wird's irgendwie ein bisschen witzlos gerade. Ich weiß, dass es kommt. Es ist immer dasselbe Quicktime. Ich kann euch sogar sagen, wie das Quicktime-Event abläuft. Es ist einmal nach links, einmal nach rechts und dann einmal die Benutzen-Taste. Das ist das gesamte Quicktime-Event. Ich weiß, wann sie kommen und ich weiß, was kommt. Und ich drück sie. Also an mir kann es nicht mehr liegen. Ich habe alles ausgeschlossen. Das ist jetzt ziemlich bescheuert irgendwie. Was ist denn das? Funktioniert mein Digipad nicht richtig? Soll ich auf den Joystick? Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Ich drück. Ach nee, wenn ich dauerhaft drücke, geht's übrigens auch nicht. Oh Mann, ey, scheiße, das kostet zu viel Zeit. Ich habe übrigens noch einen Joystick an dem Pad hier. Das ist ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das ist eine Mischung aus Joystick und Trackball. Sehr seltsam bei dem Pad. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere mal gerade, ob ich umschalten kann und ob das überhaupt in dem Spiel. Nö. Joystick. Doch. Habe ich das jetzt auf dem Joystick gemacht oder bin ich aufs Digipad gekommen? Ich probiere es einfach jetzt mit dem Joystick. Oh Mann, das kostet nur noch mehr Zeit. Aber vielleicht reagiert das Joystick besser, ich weiß es ja nicht. Okay, das Joystick funktioniert nicht. Ja, schön, okay, das muss jetzt hinhauen, sonst wird es von der Zeit her zu knapp. Es ist noch einiges zu tun und bei unserer Bewegungsgeschwindigkeit, wir haben gerade mal noch eine Stunde Zeit. Das heißt, die Hälfte der Zeit ist vorbei. Dann wollen wir mal auf ein neues. Ich brauche wirklich ein Pad. Irgendwann muss ich eins kaufen, aber die Pads sind teuer. Ja, das war ja spitzenmäßig. Ja, also Lou meint, wenn ich zu früh oder zu spät drücke, falle ich runter. Das ist mir schon klar, aber wenn das Ding angezeigt wird, denke ich, ist doch der richtige Zeitpunkt, um zu drücken, oder? Oder ich weiß gerade nicht, was ich da. Oder soll ich mich nach dem Video richten, statt nach den. Also der Pfeil sagt nur, du musst jetzt gleich nach rechts drücken. Und das Video sagt mir dann, wann ich drücken muss. Okay, dann achte ich. Ich weiß ja, wie rum's läuft, welche Tasten ich drücken muss. Dann achte ich jetzt mal nur aufs Video. Auch wenn ich nicht so ganz darüber im Klaren bin, wann da was ist. Okay. Das hat funktioniert, auch wenn es recht spät war eigentlich. Später als sonst. Nö, jetzt habe ich gewartet, bis er irgendwann mal schlägt und da passiert auch nichts. Was zur Hölle ist denn das hier jetzt? In der Lösung steht genau das. Ich muss einmal nach links drücken, einmal nach rechts drücken, einmal Action-Taste. Was sollen sie auch sonst schreiben? Ist ja das. Es ist halt ein Quicktime-Event. Es will halt nur gerade einfach aufs Verrecken nicht funktionieren. Und glaubt mir, Leute, ich bin nicht so blöd, Quicktime-Events zu machen. Ich kenne die Dinger, ich weiß, wie sie funktionieren. Ich kenne dieses hier sogar auswendig bei drei immer gleichen Tasten, auch nicht besonders schwierig. Es steht in der Lösung und ich drück's auf den Controller. Also, ich kann halt einfach nicht mehr machen. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Oh, jetzt drücke ich zu früh. Oh Mann, ich habe keine Zeit mehr. Und dieses Video nervt mich gerade so brutal zum 70. Mal jetzt. Come on. Ja, dein Mantel wird eh wieder dreckig. Entschuldigung, Chanson. Nee, wie hieß das jetzt? Jackett. Come on. Leiter hoch. Schneller. Die Dame des Hauses. So.
Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch machen soll. Ich drück nach rechts, mehr kann ich nicht machen. Es ist ein Quicktime-Event. Das ist doch lächerlich. Also selbst Shenmue auf einem schlecht laufenden Dreamcast-Emulator auf einem Rechner, der nicht vernünftig funktioniert, plus Aufnahmeprogramm, plus Xbox 360-Controller mit Digipad aus der Hölle, funktioniert besser als das hier gerade. Auf der richtigen Konsole. Das kann doch irgendwo nicht sein. Was wurde da gerade voll verkorkst? Soll ich einfach mal nach links drücken? Haben sie vielleicht eine falsche Grafik eingebaut? Aber in der Lösung steht's ja auch so. Ja. Okay, Lu, probier du's. Ich bin gerade zu blöd dafür, ich verstehe das nicht. Du kannst sowas nicht! Das ist die Action-Taste. Lu kann sowas nicht, sagt sie. Ja, ich kann's auch nicht. Ich verstehe gerade nicht das Problem. Vielleicht hast du jetzt pures Glück und schaffst es auf Anhieb. Das kann ja sein. Ansonsten lassen wir jiegen. Was? Ah, ist Action, ja. Ja, mehr als runterfallen kannst du auch nicht. Das habe ich ja jetzt oft genug bewiesen, dass das nicht unbedingt wehtut, scheinbar. Ah? Die Lu, die macht's! Du musst noch eine Action-Taste drücken gleich, ne? Ja, gleich. Gleich. Was? Wieso denn nach links? Es steht in der Lösung drin. Achtung, wenn am unteren Bildschirmrand ein Button links aufleuchtet, so musst du die linke Cursor-Taste drücken. Damit weist du den Schweif des Ritters aus. Danach erscheint ein Button rechts. Drücke die rechte Cursor-Taste. Danach nochmal okay. Ja. Danach nochmal links und zuletzt leuchtet der Button, Action, ja. Eventuell habe ich da eine Zeile überlesen. Ey, auf schwarzem Space-Weltraum-Hintergrund weiße Schrift zu lesen, ist gar nicht so einfach. Okay, Lu, versuch's nochmal. Ach, ist das herrlich. Schönes Rätsel. So gut, wie machst du das? Ich sehe das und drücke. Ich sehe das und drücke, genau dasselbe, was ich auch mache. Warum? Sehe ich zu schnell oder zu langsam? Ja, ich weiß es nicht. Das ist halt ein echt lappriges Digipad. Okay, nächster Versuch. Also, beziehungsweise immer noch selber Versuch. Jetzt einmal nach links und dann Action. Zum Glück ist es das einzige Spiel. Sehr gut. Jawohl! Beifall für Lu! Sehr schön gemacht. Der Ritter liegt im Gulli halt. Und ist mal voll im Eimer. So gefällt mir das. Der bleibt. Okay, das Spiel. Ja, dann sind wir jetzt. Diese Quicktime-Events sind für Leute, die nie Quicktime-Events spielen. Also dich. So, ja, wir haben ein Schwert. Ist es nicht toll? Das packen wir jetzt in unseren. Champs-Élysées oder wie das Ding heißt, und dann gehen wir jetzt zurück in den tollen Raum. Ist das nicht toll? Ja. Gut. Okay. Wir gehen jetzt nochmal in den Drehraum und drehen das Rad jetzt 7-mal. Scheiße im Quadrat. Ey, das war jetzt. Wie lange nehme ich auf? Warum kriege ich denn das jetzt nicht mehr angezeigt? Ach doch, da oben. Oh wow. 1 Stunde 15 Minuten. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde, wenn ich richtig informiert bin. Es sei denn, ich vertue mich gerade völlig. Ne, 2 Stunden. Ja, 2 Stunden. Alter, eine Dreiviertelstunde für noch jede Menge Material zu machen. Das wird eng. Das wird wirklich eng. So, 7-mal drehen. Dann geht der Käse nochmal los. Übrigens, nur zur Info, wir müssen noch 2-mal in diesen Raum.
So, einmal. Zweimal, okay. So, dann müssen wir uns wieder umdrehen, gehen durch die Tür, dann sind wir im nächsten Raum. Und müssen da wieder ein Rätsel lösen. Und, aber wie gesagt, es gibt kein Quicktime-Event mehr, also das ist vorbei. Immerhin das, ne? Das war 3, ne? Es ist schon witzig, dass es irgendwie, also bei dem ersten Mal durchspielen, ich bin, glaube ich, ein oder zweimal runtergefallen bei dem Twitter. War öfter nicht, ich hatte da kein großes Problem mit. Und jetzt war das auf einmal das große Problem in dem Durchlauf hier. So ein Käse. So, Nummer 5. Mal schauen, ob die Lösung immer richtig ist mit den Zahlen hier. Oder ob es uns irgendwann nochmal schön in den Popo. Ja. Richtig, das ist Nummer 6. Und jetzt das letzte Mal. Und jetzt sollte es eigentlich nach oben gehen bei der Treppe. Daran werden wir sehr schnell erkennen, falls denn eine Tür da ist, ob wir hier richtig sind. Es ist eine Tür da. Das ist schön. Und es geht nach oben. Perfekt, wir sind richtig. Okay, wir sitzen irgendwo draußen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist hier in diese Tür rein. Wupp dich. Einmal Türchen auf. Was macht sie da? Was hat sie? Alter! Was hast du mit den Türen? Die gute Frau hat definitiv ein leichtes Problem. So. Sehr gut. Tja, meine Güte. Das war ja völlig unerwartet. So. Rauf. Wir müssen in den Turm und da ein bisschen Astronom spielen. Heißen die so, die Leute? Astrologe, so. Astronom? Was ist denn ein Astronom? Vielleicht ein Metronom im Weltall. So, was haben wir denn hier? Da haben wir ein Teleskop. Das sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, aber das ist tatsächlich eins. Und das sticht uns, glaube ich, die Augen aus, wenn man es benutzt. Dead Space lässt grüßen. Nee, also es sieht ein bisschen so aus, ne? Hallo? Reingucken? Ich warte! Das ist bestimmt die Kappe vorne drauf. Lol. Okay. So, neben uns steht nämlich ein kleines Schränkelchen. Schränkelchen. Ja. Hallo? Ah. Und auch dieses Rätsel würde sich jetzt immens strecken, aber ich mach das jetzt einfach mal schnell. Es ist unten nämlich. Es sind die Figuren, die unten am Brunnen stehen. So. Und jetzt müssen wir das Ganze halt eben ausrichten. Und zwar auf Pfeil und Bogen. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo das... Ganz unten? Nein, nicht weg! Frau. Das sind ja noch mehr. Das hier. So, okay. Pfeil und Bogen. Einmal durchgucken, bitte. Durchgucken. Das funktioniert nicht. Oder? Nee, da war jetzt nichts, ne? Ja, da war schwarz, danke. Nee, das ist auch nicht Pfeil und Bogen, das ist doch Schwert. Wie ist denn das blöde Pfeil- und Bogen-Symbol? Oh, ich will immer nach unten drücken, damit sie nach unten zieht, aber dann geht sie immer von dem Gerät weg.
Dann ist es nicht das Pfeil am Boden, sondern... Ja, ich kann nicht nach unten gehen, du... Du nervst! So, das ist nämlich Pfeil und Bogen, glaube ich. Lu gibt mir mehr falsche Tipps. Falsche Tipps und quengelt. Ist nicht gut. So, und es ist nämlich nicht... Doch, nein, es ist das Falsche. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was will er denn jetzt von uns? Das ist ein seltsames Rätsel. Okay, gehe ich jetzt doch nochmal hier drauf. Aber da kam doch gerade eben nix, oder spinne ich jetzt? Hochinteressant. Ja. Jetzt haben wir das. Jetzt probiere ich einfach mal. Die Wasserwellenlinien, hier die. Das wird dann vermutlich in blau sein. Ja, natürlich. Okay. Blau und grün. Grün ist Schütze, blau ist Wasser. Na? Hallo? So, jetzt müssen wir nämlich runter. Zu den Figuren. Trippel, Trappel, Trippel, Trappel. So, und wenn wir das hier gemacht haben, dann hätten wir das Rätsel in diesem Raum auch schon gelöst und müssen wieder zurück. Na, Kinder? In den scheiß Drehraum, richtig. So. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, nicht das spezielle Ende zu machen. Einfach aus dem Grund, weil das zeitlich nicht mehr hinhauen würde. Wenn ich da jetzt, weil ich weiß nicht genau, wo die Käfer sind. Ich habe damals nur 6 von 7 gefunden. Oder, also eins hat auf jeden Fall gefehlt. Und deswegen muss ich das jetzt hier gerade schnell machen. Ich habe leider keine Zeit, das jetzt noch lange zu machen und groß rumzusuchen. Dann sind wir nämlich Game Over. Ja, da sind verschiedenfarbige Tasten. Und ich möchte jetzt gerne die hier drücken. Dankeschön. 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 Hallo? Hä? Ich möchte gerne hier raus. Ich muss einfach nur ewig nach unten gedrückt halten. So, einmal schnell umdrehen zum Wassermännchen. Und da auf blau stellen. Na? Aha. Und es war ein helles Blau. Und ich das hier. Und damit hätten wir das hier erledigt. Schwupps, kommt die Kiste woanders wieder hoch. Ist es nicht toll? Okay, so. Diese Wasserpfütze befindet sich allerdings nicht hier, wie man vielleicht irgendwie erahnen könnte, sondern... also irgendwie ist das Digipad hier ziemlich brei. Ich habe nach vorne gedrückt. Nach vorne. Nach vorne, nach vorne, danke. Und zwar befindet sich dieser Brunnen im nächsten Raum, wenn man dieses blöde Ding wieder 100.000 Mal rumdreht. Du gehst gerade an der Tür vorbei. Warte mal, es kann sein, dass hier hinten ein Käfig war. Käfig? Käfer? Bin mir gerade unsicher. Oder? Ne, sie geht einfach sofort nach unten, von daher. Dann war da nix. So, ab zum Drehraum. Und dann, so viel kann ich verraten, das ist unglaublich spannend. 10-mal drehen, um in den nächsten Raum zu kommen und an die Truhe, die wir gerade freigelegt haben. Und dann nochmal zurück in diesen Raum, denn mehr müssen wir in dem Raum, in dem wir jetzt gehen, gar nicht machen.
nochmal zurück und dann nochmal dreimal drehen und dann war es das mit diesem Drehraum. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man diese Lösung nicht vor sich hat und nicht weiß, wie oft man das Ding hier drehen muss, wie abgrundtief arschlöchig das ist, innerhalb von 2 Stunden das Spiel durchzuspielen und dabei dann diesen Raum hier auf Zufall machen zu müssen. Ich meine, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon mal vorstellen, ihr seht ja jetzt, wie lange das Video schon dauert und ich wusste größtenteils, was ich machen muss. Es sind Sachen passiert wie der Ritter und es sind Sachen passiert wie, dass ich das erste Rätsel schon wieder verballert habe mit den Zahlen, weil ich das immer verdrehe. Aber trotzdem, ich wusste, was ich mache, wenn ihr jetzt nicht wisst, was er macht. Und dann hier noch per Zufall. Dann sind 2 Stunden unfassbar fies. So, das ist Nummer 4, ne? Nummer 4! Wie gesagt, es gibt auch noch es gibt einen richtigen Nachfolger, die 2, der hat aber spielerisch gar nichts mehr Nummer 6 hiermit zu tun, sondern ist im Prinzip ein Survival-Horror-Shooter First Person. Es gibt aber noch ein Spiel, Nummer 7 war das jetzt, ne? Ist jetzt Nummer 7. Es gibt noch ein Spiel, das nennt sich Enemy Zero, das kam relativ früh nach diesem hier und ist von der Spielmechanik her fast identisch. So, Nummer 8. Und richtig, richtig krass. Also, da kommen teilweise Sachen drin vor, unsichtbare Gegner, die einen mit einem Schlag töten und solche Geschichten. Also, voll spaßig. Nummer 9. Und viel mehr hat dieses Spiel auch, glaube ich, nicht gemacht. Also, die 1 und Nummer 10. Die 1, Enemy Zero, die 2, mehr hat das Studio eigentlich schon nicht mehr gemacht. Und auch der liebe Kenji Ini nicht. Und ja. Naja, sie sind auf jeden Fall einzigartig. Alle seine Spiele. Allein was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das hier ist, wenn man weiß, was man macht, zwar recht locker. Und man kann ja auch nicht wirklich sterben. Aber bei Enemy Zero sieht der ganze Scheiß schon ganz anders aus. Aber bevor jetzt irgendwer sagt, das wird wahrscheinlich nach dem Let's Play hier sowieso kein Mensch sagen, aber falls jemand auf die Idee käme, dass ich das Let's Playen würde, nein, ich hab's nämlich nicht. Deswegen werde ich es nicht Let's Playen. So einfach ist das und Sega Saturn Spiele zu bekommen ist nicht so ganz ohne. Und die sind auch nicht immer ganz günstig. Und die 2 kann ich leider auch nicht Let's Playen, weil ich das auch nicht habe. Und das ist sogar ziemlich teuer. Tschüsschen Truhe. Und wir haben ein Pistölchen. So, ja, Pistole ist doch was ganz Tolles. Dann hat man jetzt wenigstens mal ein bisschen Verteidigung. Allerdings, man kennt das ja so im Spiel. Sobald es eine Waffe im Spiel gibt, weiß man, dass man sie auch irgendwann benutzen muss. Heißt, jetzt wird es wohl ein bisschen gefährlicher als vorher. Und der Vater ist wieder am Start. Laura. Ja, was ist denn? Sag doch mal was. Ich werde mich bald verwandeln. Wenn das passiert, wird mein neues Ich dich brauchen. Ich habe keine Kontrolle über dieses neue Ich. Er hat alle diese furchtbaren Dinge getan. Laura, verschwinde von hier. Er will dich. Ja. Kann man machen. Ja, der Vater. Da hat er wieder rumkrakeelt. Ich frag mich, was da passiert, wenn sie sich ständig hin und her dreht. Ja, jedes Mal, Laura! Und dann dreht sie sich in irgendeine Richtung und er steht gerade hinter ihr. Und ach, verdammt! Und dann scheint wieder auf der anderen Seite, Laura! Und dann dreht sie sich wieder um und dann, ach nö, und dann erscheint er wieder auf einer anderen Seite, bis die sich mal treffen. Ist ja echt lästig. Aber wir sind fast am Ende des Spiels. Wir müssen das jetzt hier noch einmal drehen.
Dreimal drehen. Also einmal noch hier rein und das dann dreimal drehen. So. Und dann haben wir es fast geschafft. Also dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Dann kommt nämlich Le Grand Finale mit Jacket. Und Pommes de terre. Je suis... Dieu. Le fromage. Je fromage. Ich kann Französisch. So, dreimal gedreht. Ich Käse. Ja, ich Käse. So. Jetzt gehen wir hier rein. Oh, ein nicht fertig gemaltes Bild. Ah, jetzt bekommt's Farbe. Oh, na, ihr seht das, oder? Ihr seht das Gesicht, hä? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Na. Also, ich hab's gesehen. Ja, das Gesicht im Glas sollte uns schon verraten, worum es hier bei Die wirklich geht. Falls es dem einen oder anderen noch nicht klar ist, wir benutzen hier mal die Pistole. Man kann sich eventuell schon anhand des Namens und der Geschehnisse ungefähr denken, was das alles hier so auf sich hat. Ja. Und jetzt schön hier hochklettern. Sieht bequem aus und bei der Länge der Leiter dauert das nur 3 bis 5 Stunden. Damit sind wir also in jedem Fall tot und das Spiel ist damit beendet. Tschüss. So, machen wir die Tür zu Ganondorf auf. Ein bisschen Gewalt, darf ich bitten? Danke. Da, Licht! Und schwupps, mit den Nikes hier rein. Alles klar. Hier ist's dunkel. Und auch hier gibt's wieder ein Rätsel, dass ich uns versuche zu ersparen. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, wie es war. Und zwar gibt's hier eine versteckte Tür in der Wand. Das sieht man allerdings nicht. Wenn sie jetzt das erste Mal stehen bleibt, was sie gerade nicht tut, sehr toll. Frau. Laura. 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 Hier hinten. Hier. Laura, komm mir nicht also. Nahe. Um die Verwandlung vollständig abzuschließen, benötigt mein neues Ich Blut. Du weißt, was er tun wird. Und nach deinem Blut verlangt er am meisten. Laura, wir sind verflucht. In unseren Adern fließt das Blut Draculas. No! Ja, man hätte es nicht gedacht, ne? Fantastisch. Die für Dracula, das einzige Wort, das nie auf der Packung steht. Schön verarscht. Ja, man hätte es kaum geglaubt, er verwandelt sich in einen Vampir. Verflucht, kann doch nicht wahr sein. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Kuchen gemacht, oder wie ging das? So, wir touchen die Wand an. Ist es die richtige Wand? Es ist nicht die richtige Wand. Dann probieren wir es mit der Wand hier. Einmal antatschen, bitteschön. Und das war die richtige Wand. So, hier haben wir eins dieser Rätsel, die einen in den Wahnsinn treiben können. Oder man hat sehr viel Glück und es funktioniert auf Anhieb. Ich hoffe mal auf Letzteres, bezweifle es aber sehr stark. Also, folgendes.
Ja, also, was will ich denn hier sagen? Geh mal näher ran, damit man das alles mal erkennt. Das ist ja viel zu pixelig. Aha, okay. So, ihr seht beim rechten Zahnrad diese Aussparung bei dem einen. Das ist jetzt genau in der Mitte. Und bei dem anderen Zahnrad seht ihr diesen roten Punkt. Die beiden müssen wir übereinander bringen. Nichts leichter als das. Machen wir es mal so. So, und das müssen wir jetzt, wir können mit den Hebeln halt einstellen, wie oft die Dinger sich bewegen. Das war nicht so geplant. Eigentlich solltest du... Okay. Ja, eigentlich hatten wir es schon richtig. So. Alter! Der Cursor hier ist sowas von völlig gestört. Hä? Warum macht er das denn jetzt gerade? Gerade war es doch richtig. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Eigentlich hätte ich den Hebel jetzt so eingestellt, dass das linke Zahnrad stehen bleibt. Und dann wäre es kein Problem gewesen. Warum es dann jetzt trotzdem sich weiter bewegt und ich es nicht zum Stehen bleiben bekomme, verstehe ich nicht. So, jetzt steht's richtig. Ich müsste jetzt bitte zum Stehen bleiben. So, das war eben stehen bleiben. Nein! Aber zumindest bleibt das eine jetzt stehen. Das ist ja schon mal was. Oh Gott. Oh. Es ist doch zum Kotzen. Ja, dieses Rätsel kann sehr lange dauern. Da, 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 da. Oh, was ist nur mit dem Pad hier los? So, okay, jetzt stellen wir die wieder so. Alles klar. Bam. Und das, meine Damen und Dreibeiner, war das letzte Rätsel in diesem Spiel. Jetzt sehen wir uns zur Belohnung die Endsequenz an und leck mich am Arsch. Eine Minute 40 fast, eine Stunde 40 fast. Wir hatten gerade mal noch 20 Minuten Rest. Ist nicht viel. Und ich möchte nochmal betonen, wir haben 20 Minuten Restzeit, obwohl wir größtenteils wussten, was wir machen mussten. Ne? Arsch. Arsch. Aber trotzdem hat's im First 3 funktioniert. Ich glaube, ich bin gerade auf Gene getreten. Entschuldigung. So, leck mich am Arsch. Jetzt haben wir erstmal eine Lungenembolie von der Scheißtreppe. Tag, Mutter. Du hast so wenig Löcher im Bauch. Unrealistisch. Realistisch. We'll be right back.
Boah, haut der Stoff rein. Der Vater. So, Laura. Du bist also gekommen. Ich werde dir jetzt alles sagen. Hör mir zu und verlasse mich dann. Bevor mein neues Ich zum Vorschein kommt. Laura, in unseren Adern fließt das Blut von Dracula. Die Zeit der Verwandlung kommt für alle seines Blutes. Sie beginnt mit der Lust auf das Seltsame. Dann kommt das Verlangen nach Menschenfleisch, um die Verwandlung abzuschließen. Ja, Laura, auch für dich kam diese Zeit. Ich habe deine Erinnerung daran ausgelöscht. Als Dracula die Kontrolle über dich übernahm, hast du mit deinen eigenen Händen deine Mutter getötet. Es ist dein Schicksal, unter einem Fluch zu stehen. Und nun musst du mich verlassen. Ich fühle, wie ich mich verwandle. Ich bin dein Fleisch, Laura. Hör, was ich zu sagen habe. Ich brauche dein Fleisch. Genauso wie du das Fleisch deiner Mutter brauchtest. Komm her zu mir. Wir haben jetzt die Wahl, ob wir zu ihm gehen oder ob wir das hier tun. Und natürlich sind wir die Guten und knallen den Fall ab. Verwandlung wäre abgeschlossen gewesen. Vielleicht wollte der Arzt in mir sehen, wie sich die Verwandlung an mir auswirkt. Aber das war falsch. Und nun werde ich mein Leben als Mann aus Fleisch und Blut beenden. Laura, ich danke dir. Ich liebe dich. Mein letzter Wille ist... Ja, Drama pur. Davon spricht auch dieses Lied. Achso, nee, schon vorbei. Ja, Kenji Eno, da ist er. Also, da war er. Das war er. Und das war die. Ist interessant. Also, das Spiel ist ein
gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt scheiße. Mein Gott, es ist ein grauenhaft schlechtes Spiel. Es ist NFMV aus den 90ern und könnte daher nicht schlechter sein. Aber die Story, die es erzählen wollte, ist ja immerhin... Nee, die ist auch scheiße. Eigentlich ist alles scheiße an diesem Spiel. Es ist nur ehrenwert, dass jemand 1995 schon versucht hat, ein Spiel so zu erzählen, weil das nicht unbedingt, ja, Standard war, sag ich mal. Und von daher hat Kenji Eno da schon Pionierarbeit geleistet und zu Recht deswegen auch Lorbeeren kassiert. Hat dann halt, wie gesagt, Enemy Zero gemacht, hat die zwei nicht mehr, war nicht mehr hauptverantwortlich dafür, hat da immer noch seine Finger mit im Spiel gehabt, soweit ich das weiß, ist, wie gesagt, vor kurzem leider gestorben. Rest in Peace, schade drum, ich denke, der Mann hätte mit heutigen Mitteln wirklich krasse Geschichten erzählen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat übrigens auch, das hat man gerade gesehen, auch seine eigene Musik gemacht für die Spiele, was auch sehr toll ist. Ja. Ein Spiel, das man definitiv nicht haben und spielen muss. Ihr habt es jetzt einmal gesehen. Ich denke, das reicht. Es gibt halt noch diese Bonusenden, wie zum Beispiel, dass man sieht, wie man seine Mutter aufisst. Yay! Und man hat natürlich die Möglichkeit, den Vater leben zu lassen und hat dann das Bad Ending. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, schaut es euch bei YouTube an. Ich werde das Spiel jetzt nicht nochmal durchspielen, um euch das Ende zu zeigen, denn speichern kann man ja nicht. Ja, ansonsten... Mein Gott... Warp Interactive, ne, Incorporated. Mehr kam von dieser Firma leider nicht, außer diese drei Spiele. Und Acclaim ist ja auch dicht. Irgendwie hat das alles was miteinander zu tun. Gut, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an diesem etwas anderen Projekt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Arsch.